Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Sportsfreunde auf Maverick TV. Mein Name ist Maverick Berlin. Zum Wettschein der Woche. Es ist soweit. Und bevor wir zum Wettschein der Woche kommen, analysieren wir den Wettschein vom letzten Mal. Und ja, war so gesehen schon ziemlich gut stabil gespielt, obwohl man sagen muss, dass die Siege knapp waren. Ne? Dortmund-Leverkusen 1-0 Sieg, nur PSG hat da mit einem 5-0 war das, ne? War das ein 5-0 oder ein 4-0? Gegen Clermont überzeugt und Fiorentina in letzter Sekunde in der Nachspielzeit mit einem 3-2 Sieg gegen Cremonese. Aber was zählt, sind die Siege. Und leider hat Barcelona gegen Rayo Vallecano diesen Wettschein kaputt gemacht. Ne? Ja, 0-0. So gesehen, Freunde, 100 Euronen, ding, ding, auf die Minusseite. 100 Euro im Minus ist der Start. Aber es folgen ja noch sehr viele Videos. Und diesmal mit einem kleineren Einsatz. Taktik ist erstmal ein bisschen so den Verlust vom ersten Wettschein reinzuholen und dann daraus so einen positiven Run zu entwickeln. Ne? Und diesmal spiele ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Favoriten und erkläre euch auch, weshalb ich diese Spiele ausgewählt habe. Da wäre zum ersten Lech Poznań morgen in der Conference League Qualifikation gegen Dudelange aus Luxemburg. Ja, Lech Poznań zwar nach Verlängerung, aber 4-1 zu Hause schon ein bisschen in Fahrt gekommen. Ne? Ja, es ist ein Gegner aus Luxemburg und der Grundstein muss zu Hause gelegt werden, hier mit einem Heimsieg, wenn man die Playoffs überstehen will und in die Gruppenphase rein will. So gesehen, Sieg mit 1,25 auf Lech Poznań. Villarreal gegen Hajduk Split. Ich habe gehört, Villarreal Stadion wird umgebaut und die spielen nicht zu Hause, sondern in einem anderen Stadion in Spanien. Aber das spielt nicht zur Sache. Villarreal gehört zu den spanischen Top-Teams, ist Europa League-Cup-Sieger in der letzten Zeit auch mal gewesen. Und die spielen sehr, sehr stabil. Die wollen natürlich in eine Gruppenphase in den europäischen Wettbewerb reinkommen. Und Hajduk Split hat 4-1 gegen Dinamo Zagreb in der Liga verloren. Hier steht übrigens HNK Hajduk Split Valencia. Ja. Könnt ihr das sehen? Aber es geht um Hajduk Split. 4-1 gegen Dinamo Zagreb verloren und für mich auch hier. Ne? Villarreal ist da um Klassen weiter, wenn die ein bisschen anziehen und ernst machen, ist das ein ganz klarer Heimsieg mit einer 1,25er. Dann sind wir bei West Ham United gegen Viborg. Viborg ist ein Team aus Dänemark und auch hier ist West Ham zu Hause in London klarer Favorit zu Hause. Vor allem, die waren letztes Jahr im Halbfinale. Gegen Eintracht Frankfurt sind die dort ausgeschieden. So gesehen sage ich, dass sie die Dänen hier zu Hause mit einem souveränen Sieg besiegen müssen, ne, wenn sie hier in die Gruppenphase einziehen wollen. Dann Borussia Mönchengladbach gegen Hertha BSC am Freitag. Und man muss sagen, ja, Gladbach ist für mich hier ganz kleine Eins, ja, gegen dieses schlechte, zusammengewürfelte, man weiß ja gar nicht mehr, wer bei Hertha spielt, gegen dieses Hertha-Team. Trotz allem kann es dazu kommen, dass Hertha genau in so einem Spiel dann irgendwann mal in letzter Minute oder sonst glücklich einen auswischt und am Ende geht das Spiel mit einem Remis aus. So gesehen habe ich hier das 1x genommen mit einer 1,15er-Quote, dass Gladbach zu Hause gegen Hertha BSC nicht verlieren wird. Dann, Freunde, sind wir bei Borussia Dortmund gegen Werder Bremen. Zwar waren die Dortmunder Siege in der Bundesliga bis jetzt, die beiden, schon etwas glücklich, muss man sagen. Ne? Gegen Leverkusen hätte es in der zweiten Halbzeit auch 1-1
ausgehen können. Ne? Ja, da hat man ein bisschen geschwommen, ne, muss man sagen. Trotz allem hat man den Sieg nach Hause gerettet. Und gegen Freiburg war es auch so eine Sache. Passiert der Freiburger Torwartfehler nicht? Ob sie da 3 Punkte aus Freiburg entführen? Ja, sei mal dahingestellt. Ne? Aber der Torwartfehler ist passiert und dann in 10, 12 Minuten war das Ding entschieden mit einem 3-1. So gesehen mit 6 Punkten gestartet und Werder Bremen als Zweitliga-Aufsteiger natürlich jetzt in Dortmund ein sehr schwieriges Spiel. Beide Spiele am ersten und zweiten Spieltag endeten mit Bremen-Beteiligung 2-2. So gesehen ja, sind die vorne auch schon aktiv am Tore schießen, aber auch anfällig, wie man an den beiden Ergebnissen erkennen kann hinten. Und das wird natürlich in Dortmund, ja, das wird nichts. Ne? Dortmund wird hier Bremen zu Hause souverän besiegen und mit 9 Punkten ja, die Titelambitionen hier nochmal verstärken. Dann sind wir bei Bochum gegen Bayern München und Bochum gehört ja nach Hertha BSC zu meinem zweiten sicheren Abstiegskandidaten. Die erste Saison, da waren sie noch neu in der Liga, da konnten sie noch den einen oder anderen überraschen. Aber das wird jetzt nicht der Fall sein. Jetzt ja, haben sich die Gegner eingestellt und das wird eine sehr, sehr schwierige Saison und vielleicht mal irgendwann mitten in der Saison oder am Ende der Saison, wenn es um gar nicht mehr geht, könnte man jetzt hier über geringe Bochum-Chancen diskutieren. Aber Bayern ist frisch, ist 3. Spieltag. Man sieht, die sind schon langsam warm. Ne? Und nach dem 6-1 Frankfurt, 2-0 Wolfsburg, Musiala in Topform, ja, wird ein klarer Auswärtssieg der Bayern in Bochum. Obwohl ich den Bochumern ein Tor zutraue, aber das wird eine Niederlage. Und dann sind wir in der italienischen Liga bei der Partie Nummer 7 und 8. Und da habe ich mich für Napoli gegen Monza entschieden. Monza ist Aufsteiger, knapp 2-1 verloren das erste Spiel. Napoli 5-2 auswärts gegen Hellas Verona. Also ja, da läuft die Tormaschine schon auf Hochtouren, ne? Und ja, der Zweitligist wird in Napoli natürlich gegen eine gestandene Mannschaft, die eigentlich zu den Top 4 seit Jahren in Italien gehört, natürlich einen sehr schwierigen Stand haben. Und das ist eine 1,40er-Quote auf Napoli-Sieg. Napoli wird hier das Ding zu Hause gegen Monza klar gewinnen. Und als Roma gegen US Cremonese. Cremonese war ja schon auf dem ersten Wettschein der Woche drauf, haben 3-2 in Florenz knapp verloren, also eigentlich ein gutes Ergebnis. Und AS Rom hat nur 1-0 auswärts gewonnen, aber ist ein stabiles Team. Also meiner Meinung nach gehört die Roma in die Top 4 rein. Die werden mit Mourinho jetzt um die Champions-League-Plätze ja, da richtig mitmischen und ich denke am Ende der Saison auch unter den Top 4 landen. So gesehen ist das für mich hier ein ganz klarer Roma-Heimsieg gegen Cremonese mit einer 1,25er. Und mit circa, also 82 Zloty eingesetzt, hier ist ja die Steuer 12%, mit allen Abzügen ist der Einsatz ungefähr hier bei 18 Euro. So kommt es dann auch in die Statistik, falls der Schein verloren geht, auf die Verlustseite. Und gewinnen kann man mit dem Schein 457 Zloty 45, das wären circa 100 Euro. Ja? Guter Gewinn, wie ich finde, ist eine 6,3394-Quote. Und wir schauen mal, wie dieser Schein der Woche verlaufen wird. Was glaubt ihr? Wer könnte von diesen Favoriten alles patzen? Schreibt es mir in die Kommentare rein. Und ab morgen verfolgen wir dann schön den Schein, wie er laufen wird. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Danke für den Daumen hoch. Mein Name ist Maverick Berlin. Ihr wart auf Maverick TV. Peace out und ratatatata macht die Geldzählmaschine. Yeah!